Nach dem Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Es handelt sich um einen 74-jährigen polizeibekannten Mann, der möglicherweise psychisch krank ist. Das sagte die Polizei. Ja, der Mann soll die SPD-Politikerin gestern in einer Berliner Bibliothek von hinten mit einem Beutel mit einem harten Inhalt attackiert haben. Vor dem Hintergrund der jüngsten Attacken auf Politiker wird nun über Konsequenzen, wie beispielsweise eine Verschärfung des Strafrechts, diskutiert. Am Tag nach dem brutalen Angriff begleiten zwei Personenschützer die frühere Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die sagt zur Presse: Mir geht's gut, danke. Am gestrigen Nachmittag wurde Giffey von einem Mann bei einem Besuch in einer Bibliothek plötzlich attackiert. Mit einem Beutel mit hartem Inhalt schlug der auf die Berliner Wirtschaftssenatorin ein. Giffey kam mit Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen identifiziert. Er ist 74 Jahre alt, der Polizei und dem Staatsschutz bekannt wegen Hasskriminalität. Es gibt offenbar Anzeichen für eine psychische Erkrankung. Die SPD-Politikerin selbst spricht von einer Schockstarre, in der sie sich im Moment des Angriffs befand. Es herrsche aktuell in Deutschland eine Art Freiwildkultur, kann man fast sagen, die hier Einzug hält, nach dem Motto, gerade mit Politikerinnen und Politikern, da spielt es keine Rolle. Man kann da alles machen. Und das ist etwas, was mich zunehmend besorgt. Auch Giffeys Parteigenossen zeigen sich entsetzt von dem Angriff. Das, was in Worten und Verächtlichmachung über Jahre eingesickert ist in unsere Gesellschaft, führt jetzt dazu, dass Einzelne sich ermächtigt fühlen, zur Tat zu streiten, die Faust zu benutzen oder eben einer gewählten Politikerin mit einer Tasche von hinten eins über die Rübe zu ziehen. Ebenfalls am Dienstag wurde eine weitere Politikerin angegriffen. Ein Mann und eine Frau haben die grünen Politikerin Yvonne Mosler in Dresden bedroht und bespuckt, als sie mit ihrem Team Wahlplakate aufhing. Anwesende Journalisten der Deutschen Welle und der FAZ berichten von Heil Hitler rufen. Auch werden nun weitere Details zu den mutmaßlichen Angreifern auf den SPD-Politiker Matthias Ecke bekannt. Wie Bild berichtet, soll der 17-jährige Verdächtige Mitglied der offenbar rechtsextremen Gruppierung Elbland Revolte sein. Die Gruppe soll dem Bericht nach eine Nachfolgeorganisation der NPD-Jugendorganisation sein. Der Präsident des Bundeskriminalamts hält die zunehmenden Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer für bedenklich. Was wir jetzt innerhalb von einer Woche gesehen haben, sind 7, 8 solcher Anfeindungen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Und was schon Sorge macht, ist, dass die Zahl der Körperverletzungen jetzt zunimmt. Wir haben im letzten Jahr insgesamt 27 gezählt, in diesem Jahr jetzt schon 22. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert deshalb ein härteres Durchgreifen bei politisch motivierten Attacken. Wir müssen all diejenigen vor Übergriffen schützen, die sich für unsere demokratische Gesellschaft und unser Land einsetzen, egal welcher Partei sie angehören. Denn wenn diese Menschen nicht mehr sicher sind, dann ist unsere Demokratie auch nicht mehr sicher. Und deshalb müssen die Täter die volle Härte des Gesetzes spüren. Die Innenministerkonferenz will jetzt prüfen lassen, ob Strafen verschärft werden können. Vor dem Roten Rathaus hier in Berlin, Gerrit Sebald für uns. Gerrit, lass uns gerne noch einmal auf den Fall Franziska Giffey schauen. Gibt es da jetzt neue Erkenntnisse über den Mann, der sie angegriffen haben soll? Ja, tatsächlich, wir haben es ja jetzt schon gehört, es soll sich um einen 74-jährigen Mann handeln. Bemerkenswert ist, er ist auf jeden Fall dem Staatsschutz schon bekannt gewesen. Und das deutet zumindest in Teilen darauf hin, dass es sich schon um einen extremistischen Hintergrund handeln könnte, einen politischen, weil der Staatsschutz wird immer dann aktiv, wenn es eben ein politischer Hintergrund vermutet wird. Aber dem gegenläufig ist auch die Erkenntnis, dass er wohl eine psychische Erkrankung haben sollte und deswegen auch überlegt wird, ihn in einer Psychiatrie unterzubringen und eben nicht ins Gefängnis zu stecken. Das ist oft so eine Gemengelage hat, die man bei politisch motivierten Tätern hat, weil es oft auch mit einer psychischen Erkrankung einhergeht. Das heißt, hier sind diese beiden Entwicklungen, die so gegeneinander laufen, wo eben jetzt noch ermittelt werden muss, was denn tatsächlich die Motivation, also das Motiv war, eben hier Franziska Giffey anzugreifen. Man kann auch noch sagen, bisher war er vor allem bekannt, weil er Briefe an Politiker geschrieben haben soll. Aber was dort drin stand, ist jetzt nicht bekannt. Allerdings hieß es, er habe immer wieder den deutschen Staat geleugnet. Also eine diffuse politische Motivation kann da schon dahinter stecken, aber gepaart mit einer psychischen Erkrankung. Alles Weitere müssen die Ermittlungen jetzt zeigen.
Jetzt wird ja über härtere Strafen für solche Täter diskutiert. Wie könnten denn Strafen künftig aussehen, wenn die Innenminister den Strafrahmen schärfen? Ja, also hier geht es vor allem erstmal darum, überhaupt einen neuen Straftatbestand zu schaffen, und zwar die Beeinflussung von staatlichen Entscheidungsträgern als eigenen Straftatbestand einzuführen. Das heißt, so ein Angriff wie beispielsweise auf Franziska Giffey, der würde dann nicht nur unter Körperverletzung fallen, sondern eben unter einen neuen Straftatbestand. Und für diesen Straftatbestand könnte es dann auch härtere Strafen geben. Aber spannend dazu zu sagen, das ist eigentlich kein neues Konzept, sondern darüber wird schon länger diskutiert. Aus Sachsen kommt dieser Vorschlag vor allem, weil in Sachsen ist in den vergangenen Jahren immer häufiger zu Übergriffen auf Politiker kam. Und dem will man eben hier Einhalt gebieten durch diesen Vorschlag. Da geht es auch nicht nur um Gewalt, da geht es auch um Nötigung oder sogenanntes politisches Stalking. Auch niederschwellig soll hier ein neuer Straftatbestand kommen, damit man beispielsweise Politiker nicht vor ihren Häusern auflauern kann oder einen Misthaufen vor dem Haus niederlegen kann, weil das ist alles schon passiert. Und dafür soll es jetzt vielleicht einen neuen Straftatbestand geben, wenn man sich denn einig wird. Gerrit Sebald, danke dir. Die Islamistengruppe Muslim Interaktiv hat für Samstag zu einer erneuten Demo in Hamburg aufgerufen und sie darf wohl stattfinden. Die Innenbehörde habe keine Handhabe für ein Verbot, so der Innensenator von Hamburg, Grote. Die Demo richtet sich gegen, Zitat, Zensur und Meinungsdiktat. Das teilten die Islamisten auf X mit. Ja, bei der ersten Kundgebung Ende April hatten rund 1000 Demonstranten eine angeblich islamfeindliche Politik und Medienberichterstattung angeprangert. Außerdem forderten sie ein Kalifat als Lösung gesellschaftlicher Probleme hier in Deutschland. Der aggressive Aufmarsch hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Das bedeutet nach unserer juristischen und tatsächlichen, wirklich eingehenden Prüfung, wir haben alles rangezogen, was da ist, wird sich auch ein Verbot diesmal rechtlich nicht halten lassen. Das heißt aber nicht, dass wir völlig schutzlos gegen eine solche Versammlung sind. Wie schon am 27.04. werden wir auch diesmal das Instrument der Auflage bemühen. Auflage ist eine Minusmaßnahme und gibt vor, wie eine Versammlung durchgeführt werden muss, beziehungsweise was auf einer durchgeführten Versammlung von uns erlaubt wurde. Ja, heute hat der dreitägige CDU-Parteitag hier in Berlin sein Ende gefunden. Der letzte Tag, der stand ganz im Zeichen des Europawahlkampfs. Hierfür war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast. In ihrer Rede kritisierte sie vor allem die AfD scharf. Aber auch die letzten zwei Tage waren wegweisend für die Zukunft der Christdemokraten. Gestern verabschiedeten sie ihr neues konservativ geprägtes Grundsatzprogramm für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Zuvor wurde Friedrich Merz am Montag zum Parteivorsitzenden wiedergewählt. Wir liegen jetzt bei gut 30%. Die Umfragen gehen auch wieder etwas nach oben. Wir liegen doppelt so gut wie die Sozialdemokraten, doppelt so gut wie die Grünen, fast genauso stark wie die Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP zusammen. Also wir haben eine christlich-demokratische Union aus einer sehr, sehr schwierigen Phase nach der verlorenen Bundestagswahl stabilisiert. Und jetzt geht es in den nächsten Teil unserer Arbeit. Der lautet Vorbereitung auf die großen Wahlen, Europawahl am 9. Juni, Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im September und dann die Bundestagswahl spätestens im nächsten Jahr. Wir werden auch noch zulegen. Gut einen Monat vor dem geplanten Friedensgipfel in der Schweiz hat der ukrainische Präsident Selenskyj einmal mehr für die Teilnahme an dem Format geworben. Der Gipfel solle den Wert internationaler Zusammenarbeit demonstrieren, so Selenskyj. Bei der Konferenz sollen bis zu 80 Staaten vertreten sein und Friedensperspektiven für die Ukraine diskutieren. Russland lehnt diesen Friedensgipfel bisher ab. Die Dimension, die diese Proteste annehmen könnten, die ist noch gar nicht absehbar. Die pro-palästinensischen Uni-Belagerungen sind aus den USA nach Europa geschwappt. Studenten besetzen Hochschulen, bilden Protestcamps, wollen gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen demonstrieren. Ja, und auch in Deutschland haben sich pro-palästinensische Demonstranten in mehreren Städten schon zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die sie sich geliefert. Es gibt vor allem immer wieder antisemitische und volksverhetzende Parolen bei diesen Protesten. Pro-palästinensische Demonstranten errichten Protestcamps, skandieren antisemitische Parolen und rufen zur Gewalt gegen Juden auf. An einen freien Ort der Lehre ist für jüdische Studenten an den Universitäten nicht mehr zu denken. In westlichen Ländern und auch in Deutschland haben wir jetzt die Situation,
Und das stark beeinflusst von dieser postkolonialen Sichtweise, junge Leute der Meinung sind, sie müssten jetzt Druck ausüben, damit der Westen seine Verbindung abbricht zu Israel und sich auf die Seite der Palästinenser stützt. Die Gruppe, die zum Protest an der Freien Universität Berlin aufgerufen hat, fordert einen umfassenden kulturellen und akademischen Boykott Israels. Heißt, sämtliche Kooperationen von Hochschulen mit Israel sollen eingestellt werden. Unterstützung bekommen sie von zahlreichen Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern. In einem offenen Brief stellen sie sich vor die Studierenden und verurteilen die Räumung des Protestcamps. Die Hassparolen gegen Israel und Juden werden in dem Brief nicht erwähnt. Unverständnis bei der Bildungsministerin. Man darf in unserem Land demonstrieren, man darf an Staaten Kritik üben, man muss auch Leid betrauern können. Das muss man aber klar trennen von Antisemitismus, der eben nicht erlaubt ist. Und Gewaltformen an Hochschulen, das Verschließen der Zugänge oder aber auch das Besetzen von Hörsälen, das ja dann anderen wieder ihre Freiheit nimmt, das ist nicht tolerierbar. Eine Debattenkultur scheint an deutschen Universitäten verloren gegangen zu sein. Hassideologien seien nahezu an der Tagesordnung, sagt Verfassungsrechtler Böhme Nessler. Das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Theorien in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften bestimmte Dominanz bekommen haben. Also ich denke zum Beispiel an die Critical Race Theory. Und dann führen sie dazu, dass man sie auf die praktische Politik anwendet. Und dann kommt man zu solchen völlig abstrusen Einstellungen, dass man sagt, naja, Palästinenser sind grundsätzlich immer Opfer, Israelis sind weiß und deswegen grundsätzlich immer Täter. In Bremen errichten unterdessen Studierende das nächste Protestcamp gegen Israel. Nach Aufrufen in sozialen Medien, sich dem nicht angemeldeten Protest anzuschließen, hat die Unileitung die Räumung des Camps veranlasst. Heute ist der Grenzübergang Kerem Shalom von Israel wieder geöffnet worden, kann nun also wieder für Hilfslieferungen genutzt werden. Kerem Shalom war gesperrt worden, nachdem ein Mörserangriff der Hamas dort 3 israelische Soldaten getötet hatte. Ein anderer Grenzübergang, Rafah, wurde gestern von Israel besetzt. Beide Übergänge sind von entscheidender Bedeutung für die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern für die notleidende palästinensische Bevölkerung. Der kleinere Grenzposten Erez, der Israel mit dem nördlichen Gazastreifen verbindet, blieb geöffnet. Die USA haben nach eigenen Angaben eines hochrangigen Regierungsvertreters eine Bombenlieferung an Israel wegen Bedenken hinsichtlich einer israelischen Offensive in der Stadt Rafah in Gaza ausgesetzt. Die Lieferung, die bereits in der vergangenen Woche ausgesetzt worden sei, umfasse rund 3.500 Bomben unterschiedlicher Größe, so der anonyme Regierungsvertreter. Israel sei nicht auf Bedenken der USA hinsichtlich der Pläne für eine Offensive in Rafah eingegangen. Über diese Wendung müssen wir sprechen und das tun wir mit unserem US-Korrespondenten Michael Wünweber in Washington und Max Hermes für uns in Tel Aviv. Schauen wir einmal in die USA. Michael, das ist ja doch ein sehr deutliches Zeichen, mag man meinen. Wie muss man jetzt das Verhältnis zwischen den USA und Israel einordnen? Und auch, dass es überhaupt bekannt geworden ist, dann doch recht schnell, ist ein deutliches Zeichen. Joe Biden will die Karten offen spielen. Lloyd Austin, der Verteidigungsminister, der hat im Kongress heute das alles auch bestätigt und es dann auch in Zusammenhang gebracht mit den Offensivplänen in Rafah der Israelis. Also Joe Biden möchte nicht, dass Benjamin Netanyahu in Rafah zuschlägt. Sie wollen das mit allen Mitteln verhindern, um die humanitäre Situation nicht noch weiter zu verschärfen. Das Verhältnis ist schlecht zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu. Da ist auch schon einmal der Telefonhörer ja aufgeknallt worden. Man ist sauer hinter mir im Weißen Haus darüber, dass man offensichtlich den amerikanischen Bedenken keine Beachtung schenkt. Und deswegen zeigt man jetzt, und das ist der Stopp dieser Lieferung, den Israelis die gelb-rote Karte. Was heißt das für die Israelis? Hier wird das so eingeschätzt von Militärexperten, dass man in Israel noch genügend
dieser Bomben, dieser 2000 Pfund Bomben und 500 Pfund Bomben hat, um auch noch zuzuschlagen. Aber mittelfristig würde das Israel, da ist man sich dann wieder sicher, doch sehr treffen. Und die große Frage ist, wird es noch weitere Maßnahmen geben, zum Beispiel die Einstellung der Systeme, um aus diesen eigentlich dummen Bomben Präzisionswaffen zu machen. Die müssen also noch aufgerüstet werden, damit sie dann auch wirklich ihr Ziel finden. Das könnte ein weiterer Schritt sein, der hier erwägt wird in den USA. Aber es geht nicht darum, und das wird hier dann eigentlich dann auch immer wieder betont, generell Israel von den amerikanischen Hilfen abzunabeln. Dankeschön nach Washington. Gleich weiter nach Tel Aviv zu Max Hermes. Welche Auswirkungen hat das Aussetzen der US-Bombenlieferungen jetzt für die Kampfhandlungen, zum Beispiel in Rafah? Also kurzfristig, so meine Einschätzung, wird das erstmal keine Auswirkungen haben. Israel hat oder verfügt auch über ein großes Waffen- und Bombenarsenal. Aber natürlich, der Krieg in Gaza dauert jetzt mehrere Monate an. Und wenn jetzt Rafah, also die letzte verbliebene Großstadt, die noch nicht im großen Ausmaß angegriffen wurde, wenn jetzt Israel da die große Attacke plant, dann wird dann natürlich einiges an Bomben auch benötigt, wenn man die vier verbliebenen Hamas-Bataillone dort erst ausfindig machen und dann eben eliminieren möchte, wie es Benjamin Netanyahu, der Premier von Israel, ja als Ziel ausgegeben hat. Also erst einmal geht es dort weiter im östlichen Teil der Stadt Rafah. Da sind die Bewohner ja aufgerufen, auch sich in Sicherheit zu bringen, an andere Teile des Gazastreifens evakuiert zu werden. Wie wir hören, läuft das äußerst schleppend. Also maximal 100.000 Menschen sollen jetzt evakuiert worden sein. 1,5 Millionen Menschen haben sich in der Stadt befunden. Und das ist ja auch das, was die USA jetzt dann kritisieren mit diesem Schritt, dass da immer noch so viele Menschen in der Stadt aktuell sind. Israel hat jetzt ja auch den Grenzübergang Rafah auf der Gaza-Seite besetzt, um dort zu versuchen, dass Waffen, die hineingeschmuggelt werden, dass die dort nicht mehr hineinkommen. Das führt dazu, dass Hilfslieferungen auch viel langsamer nach Gaza kommen und die Menschen, die dort ja dringend auf Lebensmittel angewiesen sind, also eine Gemengelage, die es äußerst prekär macht dort für die Menschen aktuell in Gaza. Max, danke schön nach Tel Aviv. Man kann es schon so sagen, es war bisher der spektakulärste Tag im New Yorker Prozess gegen Donald Trump um die illegal verbuchten Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie hat sich gestern sehr ausführlich vor dem Hohen Gericht über ihre intime Begegnung mit dem Ex-Präsidenten geäußert. Damit sparte sie auch nicht an schlüpfrigen Details. Das war zeitweise sogar dem Richter zu bunt und auch zu viel. Mehr davon von Michael Willenweber. Stormy Daniels im Zeugenstand, jeder Quote Ex-Porno-Queen wurde begierig aufgesaugt, schlüpfrige Details über alle Sender gegeben, die USA im Daniels-Fieber. Der Präsident diesmal hellwach auf der Anklagebank, Auge in Auge, nur Meter von Daniels entfernt. Trump bestreitet die Sexaffäre, die Daniels sehr bildlich zu beschreiben wusste. Nur so viel, sie habe dabei keinen Spaß gehabt, verstört sei sie anschließend gewesen. Eine Beschreibung der Trumpschen Geschlechtsteile hatte der Richter am Morgen ausdrücklich verboten. Nach einem Daniels-Auftritt in einer ABC-Show wollte er auf Nummer sicher gehen. Too much information. Die Abgründe sind tief. Ein Prozesstag, auf den Trump sicher gerne verzichtet hätte, aber das Beste daraus machen wird. Attacke zum Tagesabschluss. Das war ein besonderer Tag, ein sehr aufschlussreicher. Der Fall fällt komplett auseinander. Die haben nichts in den Händen, nichts, was mit dem Fall zu tun hat. Es ist ein Desaster. Kein Wort zu Daniels, die zuvor im Kreuzverhör der Verteidigung noch gestehen musste, dass sie Trump abgrundtief hasse, was Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit bei den Geschworenen säen könnte. Die Strategie der Verteidigung ist klar, Zweifel säen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob oder wie Daniels Sex mit Trump hatte. Schlüpfrige Details über einen Ex-Präsidenten, wer hört da nicht gerne, mit Freude, Abscheu oder sonst was zu, könnten bei den Geschworenen aber auch Zweifel säen, Sympathien wecken. Wird da vielleicht einer öffentlich fertig gemacht? Die intimen Plaudereien sind für die Staatsanwaltschaft auch ein Drahtseilakt. Ohnehin hatte Stormy Daniels über mögliche illegale Hintergründe der Schweigegeldzahlungen wenig zu berichten. Für alle Voyeure aber war es ein Fest. Am Donnerstag wird sie wiederkommen. Zweiter Akt.
Darüber müssen wir sprechen. Das tun wir mit US-Journalist Eric Kirschbaum. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne, hi. Also das war nur der erste Auftritt von Stormy Daniels und der hatte es schon in sich. Welche Bedeutung hat Ihre Aussage, außer Donald Trump bloßzustellen? Ja, viele erstaunliche Dinge kamen ans Licht. Ich meine, jetzt wissen wir alle, warum Trump so Interesse hat, 130.000 Schweigegeld zu zahlen. Er wusste, was vielleicht ans Tageslicht käme. Jetzt wissen wir alle. Und das hat viele überrascht und schockiert, obwohl wir wissen viel schon. Aber dass die Tatsache, dass es nicht ganz so freiwillig war, Sex mit Donald Trump, das hat viele erschüttert auch. Und das könnte ihn ein paar Punkte kosten in den Wahlkampf und ein paar wichtige Bundesstaaten. Aber könnte es ihm womöglich auch helfen? Also jetzt diese Aussagen von Stormy Daniels, wir haben es gerade im Beitrag gehört, also sogar der Richter, dem Richter war es zu viel, dem wurde es dann zu bunt, diese Aussagen von Daniels. Genau, der Richter hat ihn sie ein paar Mal ermahnt und die Verteidigung wollte dann Abbruch der Verhandlungen. Deswegen, der Richter hat das abgelehnt, aber die Tür ist jetzt offen für Berufung, dass ein mögliches Urteil gegen Trump könnte angefechtet werden von seinem Verteidiger. Ist alles sehr schwierig geworden, aber ja, es war wirklich too much information. Das hat auch viele Amerikaner geschockt und es ging, ist wirklich einmalig in der Geschichte. Bill Clinton hat eine ähnliche Situation vor 20 Jahren, aber es war überhaupt nicht vergleichbar in dem, was jetzt die ganze Welt, die ganze Amerikaner über Donald Trump und sein Privatsexleben lernt. Jetzt waren sich auch zuvor schon alle einig, dass Stormy Daniels wenig zum eigentlichen Sachverhalt beitragen kann. Da geht es ja gar nicht darum, ob sie Sex hatten oder nicht, sondern was danach mit den Geldern passiert ist. Es heißt immer wieder, für Donald Trump könnte es jetzt eng werden. Kommen da noch andere Zeugen, die ihn viel mehr belasten könnten? Ja, sein ehemaliger Rechtsanwalt Michael Cohen ist ein ganz gefährlicher Zeugen, der Trump wirklich belasten könnte. Karen McDougal, ein Playboy-Playmate, die auch Schweigegeld bekommen hatte, wird das auch vielleicht ähnlich bestätigen. Aber du hast recht, das hat mit dem eigentlichen Vorwurf nichts zu tun. Und es ist nur so ein Nebentheater in dem Prozess. Aber trotzdem, für Trump ist das nicht gut. Man sieht, wie gequält er da sitzt und das alles über sich ergehen lassen muss. Das ist wirklich für ihn unangenehm. Er kann nur froh sein, dass der Wahltag ist erst in 6 Monaten. Viele Leute werden das vielleicht vergessen haben. Der Prozess geht nur noch ein paar Wochen. Donald Trump könnte selber ein Zeuge sein in diesem Prozess. Er wollte aussagen, das könnte auch in die Hosen gehen für Trump, aber er könnte das nutzen als Wahlkampfauftritt. Aber was sagen im Moment die Umfragen? Du hast es gesagt, es sind noch 6 Monate bis zur Wahl. Wo stehen wir jetzt aktuell? Hat Joe Biden wieder so ein bisschen aufgeholt? Nee, die Umfragen sind noch nicht gemacht worden zum Prozess jetzt. Aber vorher im Vorfeld war die Aussage ganz klar, wenn er verurteilt wird, dann 50% der Amerikaner meinten, dass er nicht qualifiziert, Präsident zu sein. Deswegen, eine Verurteilung könnte ihn ein paar Prozentpunkte kosten. Aber noch ist zu früh zu sagen, ob dieser Prozess in den Umfragen dauerhaft schaden wird oder nicht. Ich glaube, sicher kann man sich sein, dass man das nie so richtig vergessen wird, was man jetzt bei Donald Trump erfahren hat. Eric Kirschbaum, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Gerne. Wir blicken auf Sport. 4 Jahre nach dem letzten Titelgewinn kämpft der FC Bayern München heute Abend gegen Gastgeber Real Madrid um den Einzug in das 7. Champions-League-Finale. Im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche hatten sich der deutsche und spanische Fußballrekordmeister München 2:2 getrennt. Ja, der Gewinner wird am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund um den Königsklassenpokal kämpfen. Im Wembley-Stadion hatten die Bayern 2013 im deutschen Finale gegen den BVB ja mit 2:1 triumphiert. Da hat also noch einer eine Rechnung offen. Sonderle, liebe Fans des FC Bayern, liebe Südkurve, das Hinspiel war schon mal richtig gut, richtig gut. Aber jetzt im Rückspiel, da brauchen wir alle nochmal, alle in Rot und nochmal die gleiche Energie. Und wenn es geht, vielleicht nochmal ein bisschen einen drauflegen. Gell? Auf geht's, packen wir's. Und wir wollen gleich mal direkt nach Madrid blicken. Philipp Röttger zugeschaltet. Philipp, viele, viele Fans des FC Bayern sind mitgekommen. Wie siehst du die Chancen? Also ich würde die Chancen 50-50 einschätzen. Real Madrid hat natürlich den Riesenvorteil, dass fast 80.000 Fans sie heute im Rücken haben im neuen Bernabeu-Stadion. Und diese Fans sind ja bekannt für ihre Stimmung in der Champions League. Und der FC Bayern weiß auch ganz genau, wie es ist, dort zu spielen. 3-mal hintereinander sind sie jetzt gegen Real Madrid ausgeschieden.
Zuletzt 2012 konnten sie Real Madrid besiegen im Elfmeterschießen und sind dann weiter ins Finale der Horn eingezogen. Aber der FC Bayern, der hat auch ziemlich viele Fans im Rücken. Zwar im Stadion nur 4.000, aber sehen wir mal hier neben mir, rechts neben mir, hat sich ein Fanzug zusammengetan. Es sind tausende FC Bayern-Fans, die sich hier am Plaza Castilla getroffen haben. Und sie wollen jetzt alle zusammen von hier bis zum Stadion ziehen. Sie werden von der Polizei begleitet, aber alle können nicht ins Stadion. 4.000 habe ich ja gesagt. Es gab 70.000 Anfragen von Bayern-Fans, die mit dabei sein wollten. Und es sind auch verdammt viele hier, die gar kein Ticket haben. Die sagen, sie wollen einfach hier mit dabei sein. Sie wollen dieses Highlight, diesen Champions League-Kracher wollen sie mitnehmen. Sie wollen diese Atmosphäre aufsaugen. Sie sind auch hier mit dabei. Ich habe sehr viele Schilder gesehen, wo drauf steht, ich suche noch ein Ticket. Also die Nachfrage, heute hier mit dabei zu sein, die ist auf jeden Fall riesig. Personell schaut es beim FC Bayern ganz gut aus. Es fallen zwar Coman aus und auch Guerrero, aber dafür ist Sané, Musiala und auch De Ligt wieder fit. Und das sind ja die Schlüsselspieler beim FC Bayern. Auf die wird es heute Abend auch drauf ankommen. Dankeschön, Philipp, nach Madrid. Und du wirst uns natürlich auf dem Laufenden halten heute Abend. Ja, ich suche auch noch ein Ticket für Wembley dann. Also das, glaube ich, das geht jedem Fan so. Wir werden natürlich auch noch über den BVB sprechen. Der hat das Finale ja jetzt schon geschafft. Das Ganze hier später in der Sendung auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich so ein Dortmund-Fan und ein Bayern-Fan heute in der Sendung. Er könnte ja nicht besser passen. Gleich ich aber ganz, euch mal die Daumen. Das ist sehr, sehr nett. Gleich haben wir aber ein ganz anderes Thema. Es geht um die Islamisten.